Heute basteln wir mal wieder gemeinsam eine sogenannte Popping Flap Card, eine Pop-Up-Karte, die ich einfach sehr, sehr mag. Ich habe bereits, ich glaube, 3 Videos dazu gedreht, was mich nicht davon abhält, ein viertes zu drehen und euch einfach mitzunehmen bei meinen Überlegungen, weil ja doch immer jede Karte auch anders wird. Wir brauchen ein DIN A4 Blatt. Das ist jetzt tatsächlich ein Blatt aus dem, ich nenne es immer Kilopapier. Ich guck mal gerade, ich müsste irgendwo noch den Zettel aufbewahrt haben. Gibt es beim Action. Ich zeige euch schon mal das Foto. Nennt sich also Fancy Paper. Ist halt ein Kilo, deswegen nenne ich es Kilopapier. Ich glaube, es hat auch ganz am Anfang mal Kilopapier geheißen, aber das würde ich jetzt nicht beschwören. Dort sind halt verschiedene Papiere drin und dieses Papier war da auch drin. Das ist, hat so eine leichte Lederoptik und ist, hat eine relativ schwere Grammatur. Also ich würde jetzt mal 240 Gramm schätzen. Wir schneiden, ich glaube, ich muss euch ein bisschen höher nehmen. Wenn ihr die Maß nachlesen wollt, nicht mitschreiben wollt, dann müsstet ihr zum ersten Popping Flap Video gehen. Dort habe ich die Maße in der Videobeschreibung geschrieben. Vielleicht kopiere ich sie. Aber dann müsste ich daran denken. 12,5 schneide ich einmal durch. Dann notiere ich mir, mache ich mir bei 27. Mal gucken, ob ihr das sehen könnt. Bei 27 eine Markierung. Und dort schneide ich ab. Und dann mache ich weiter. Dann haben wir hier, das ist, der Rest ist 8,5. Das ergibt sich einfach so. Und die 8,5 kürze ich auf 26. Nutze ich wieder meine Schneidemaschine, um mir hier eine Markierung zu setzen und die 6 cm abzuschneiden. Und dann haben wir hier ein Reststück. Das ist 8,5 mal 3, keine Ahnung, ein bisschen. Das passt. Ich kürze es lediglich auf 7,5. Ich nehme sogar die Seite, weil ich hier ist die Spitze nicht ganz so schön. Dann nehme ich doch einfach die andere, 7,5. Das ist für den Mechanismus, das ist die Innenkarte und die Außenkarte. Jetzt habe ich ein sogenanntes Falzbrett. Das ist zwar sogar ein Schneide- und Falzbrett und das wird heute sogar auch als Schneidebrett zum Einsatz kommen, ist aber bei mir recht ungewöhnlich. Wir falzen oder falzen bei 12,5, sodass wir jetzt hier, muss ich wieder gucken, eine Karte haben, die hier übersteht. Also hier ist das logischerweise, wenn die 27 lang ist und ich nicht bei 13,5 falze, dann muss hier natürlich ein Überhang sein und das soll auch so sein. Und das hier falze ich bei 12. Da das 26 hat, könnt ihr euch auch vorstellen, was die Konsequenz ist. Nämlich, dass auch hier etwas übersteht. Auch das soll so sein. Dann nehmen wir den Mechanismus. Den lege ich jetzt hier bei meinem Falzbrett bei 1 an und falze. Drehe das Ganze einmal um und lege es bei 1 an. Dann schiebe ich es auf 1,5. Also die äußeren sind immer 1 cm und danach verbinde ich quasi diese 1 cm Falzungen, indem ich alle halben Zentimeter falze. Bei 3,5, bei 4, bei 4,5, bei 5, bei 5,5 und bei 6. So sieht das Ganze dann aus. Das werden wir gleich weiter bearbeiten. Denn jetzt nehmen wir uns nochmal das große Stück. Das war ja der Inneneinleger. Und bei dem großen Stück falze ich jetzt bei, kurz nachdenken,
Ich falze 1 Zentimeter und beim längeren Stück, also bei einem kürzeren Stück, falze ich 1 Zentimeter. Das heißt, ich lege auch wieder hier an. Wichtig ist, dass es immer oben bündig ist, damit ihr einen echten Winkel habt. So, dann falze ich bis hier zur Falz. Und ihr könnt das auch nutzen, wenn ihr mit so einem Falzbrett arbeitet, dann habt ihr hier auch Zentimeterangaben. Danach kann ich auch gehen und dieser Pfeil zeigt, wohin ich falzen will. Also hier einen halben Zentimeter und die andere Hälfte, da möchte ich schneiden. Und dafür gibt es so Schneideklingen. Ich nehme die immer raus, damit ich mich nicht aus Versehen vertue, obwohl es ja nur eindeutig eine andere Farbe ist, aber irgendwie ist es mir trotzdem lieber. Und das gleiche wiederhole ich auf der anderen Seite. Ich lege es bei 1 cm an. Ich falze bis zur Mitte und schneide auf der anderen Seite. So, und jetzt seht ihr schon auch, warum ich diese Messer nicht so mag, weil es halt einfach franzt. Und ich habe mir dann angewöhnt, das einfach mit dem Finger, ja, wie soll ich sagen, ja, so ein bisschen gerade zu schubbeln. Mit dem Fingernagel so ein bisschen drüber zu gehen. Dann löse ich so ein bisschen dieses Überschüssige. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber wir schneiden jetzt erstmal, das erscheint mir noch viel sinnvoller, diese Laschen hier ab. Und zwar, ne, hier ist gefalzt, hier ist geschnitten. Und da schneide ich einmal schräg ab. Und hier ebenfalls einmal schräg abgeschnitten. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Ach, das kann jetzt so bleiben. Und das hier sind hinterher die Klebelaschen. Die kommen nachher auch nochmal zum Einsatz. Wenn ihr habt, arbeitet gerne mit einem Falzbein. Vor allen Dingen, wenn ihr jetzt den Mechanismus faltet. Denn der geht, da müsst ihr wirklich jeden halben, oder empfehle ich, jeden halben Zentimeter wirklich einmal nachzufalzen, weil von dem nachher abhängt, wie gut die Karte, ja, funzt. Gerne mal dann von der anderen Seite weitermachen. Ist dann ein bisschen einfacher. Habe ich schon alle? Ne, einer fehlt noch. Ne, zwei fehlen noch. Der hier fehlt noch. Und ihr könnt euch so ein bisschen daran orientieren, dass es halt gerade immer hier, dass es nicht so schief wird beim Falzen, sondern gerade bleibt. Ne, da könnt ihr euch immer so ein bisschen orientieren, sodass ihr jetzt so ein, hier kann das dann so fließen. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen. Ach so, jetzt haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie ich das eigentlich verzieren möchte. Denn das ist schon alles. Das muss vielleicht lediglich auf eine bestimmte Art und Weise zusammengeklebt werden. Und wir schauen jetzt mal, mit welchem Papier es verzieren. Ich habe hier einen schönen alten Block. Ich bin mir relativ sicher, dass ich ihn beim Action gekauft habe. Er ist bereits älter und das spielt überhaupt keine Rolle, weil ihr könnt jedes Papier dafür nehmen. Also ihr könnt auch einen DIN A5 Block nehmen, DIN A6 Block wollte ich sagen, oder aber ihr nehmt einen 15x15 Block oder einen 30x30 Block. Es ist völlig egal. Und wir suchen uns jetzt mal Papiere aus, die uns gefallen. Das ist ja doch ganz niedlich. Die Sternchen, die hatte ich eigentlich gar nicht geplant gehabt, aber wir gucken erstmal weiter, denn mir hatten die Punkte gefallen, haha, Überraschung, und ich fand die Herzchen so süß. Ist das, das ist zu langweilig, ne? Was haben wir hier noch drin?
was Gestreiftes. Die drei könnte ich mir vorstellen. Oder die drei. Das ist tatsächlich spannender mit dem hier. Wir nehmen das sogar mit den Streifen. Und wir nehmen die Herzchen. Und zwar benötige ich das Designpapier. Das hier möchte ich als Cover haben. Das brauche ich in 10x12 und 10x3. Wie fangen wir an? Wir nehmen einmal die 10 und schneiden es auf. Ja, 12 runter. Und dann haben wir nicht 3, sondern 2,8. Das ist sogar 3. Dann ist das nicht 14,8, sondern 15. Es ist aber theoretisch 14,8. Wurscht, wir nehmen das. Das passt. Dann möchte ich das aufs Cover, aufs Cover des Innenblattes, also dieses hier. Und das brauche ich dementsprechend auf 10,8 x 8, also 8. Je nachdem, wenn ihr mit einer Richtung arbeitet, also wenn das Papier eine Richtung hat, so rum, 10,8, was habe ich gesagt? Was habe ich denn jetzt geschnitten? 8, genau, mal 10,8. Dann, das wird gleich so aufgeklebt, dann müsst ihr halt darauf achten, wenn ich jetzt die Streifen so hätte haben wollen, dann hätte ich es logischerweise anders schneiden müssen. 10,8. Und innen möchte ich dieses Papier verwenden. Und da nehme ich, da brauche ich einmal 8 x 11,5 und ich brauche einmal 8 x 13,5 und 11,5. Mir fällt gerade schon wieder auf, dass ich ohne Mattung plane, aber ich glaube, das ist auch okay. Und ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. So, die Reste packe ich gar nicht so weit weg, weil wir gleich noch eine Sache verzieren, die ich mir nicht notiert habe. Also ich schiele hier immer zwischendurch auf meinen Spickzettel. Ich gebe es offen zu. Und jetzt arbeite ich weiter mit dem sogenannten Sticky Tape. Das ist ein Klebeband mit einer roten, gibt es übrigens auch mit blau, mit einer blauen Klebefolie. Die kleben besonders stark und haben auch eine, wie soll ich sagen, eine, kleben besonders stark und haben eine Plastikschutzfolie, die ich also dementsprechend nicht reißen kann. Jetzt muss ich mich einmal kurz konzentrieren. Ich möchte hier drauf Kleber aufbringen. Ist aber wurscht, weil es gleich seitenverkehrt ist. Dann passt das wieder. Ich packe hier einen Streifen hin. Schön andrücken, das ist immer ganz wichtig, damit ihr gleich möglichst nur die Schutzfolie abzieht und nicht den Klebestreifen, weil das immer das Papier verletzt, beschädigt. Das passiert ganz gerne mal. Wichtig ist, es muss auf diesem Zentimeter landen und dann dreht ihr quasi das Ganze um und auf der gegenüberliegenden Seite, da kommt dann die Folie innen. Ich hoffe, ich mache alles richtig, aber erstmal glaube ich, dass ich diesmal mich ganz gut erinnere. So.
So, ich fange jetzt erstmal an. Klebe ich jetzt noch weiter, wenn ich das schon direkt hier in der Hand habe? Mache ich mal. Und zwar klebe ich hier noch die das Digitape auf, das doppelseitige Klebeband. Und zwar, ihr seht, ich klebe es außen auf. Und auch da wieder nicht auf die Falz kleben, aber dieses Band ist so schmal und ihr habt ja 1 Zentimeter Platz, da passt das schon ganz gut. Lediglich hier habe ich ganz leicht überstehen, das schneide ich dann einmal gerade ab. Apropos, ich habe noch gar nicht geguckt, wie hier die Spitzen aussehen. Sehen sogar ganz gut aus, weil hier muss man schon mal manchmal noch ein bisschen nachkorrigieren. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Und das Gleiche mache ich auf dieser Seite. Wie gesagt, ihr könnt sie nicht reißen, weil es eine Plastikfolie ist. Da bleibt euch gar nichts anderes übrig, als zu schneiden. Das machen viele von euch sowieso, auch mit dem Band, welches ich reiße. So, wir starten hiermit. Wir wollen, lasst mich nachdenken. Ja, wir wollen als erstes die auch zuerst aufgebrachte Folie abbringen. Jetzt denke ich darüber nach, ob ich mit Nadel arbeite. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Damit könnt ihr, wenn ihr da so schräg drunter geht, ganz gut die Plastikfolie lösen. Und das Klebeband bleibt kleben, sondern ihr löst dann tatsächlich nur die Schutzfolie. Ihr müsst aber relativ schräg einstechen, dass ihr nicht durchs Papier durchstecht. Jetzt nehme ich meine innere Klappkarte, also die kleinere ohne Klebelaschen, und klebe das hier bündig ungefähr mittig auf. Bündig zum Rand und ungefähr mit gleichem Abstand oben und unten. Dann nehme ich meine Karte und lege mir das hier mittig, ungefähr mittig, ihr seht das jetzt nicht so gut, ne? Mal gerade hier einmal das dazu nehmen. Na, ihr legt das ungefähr mittig hier an und auch wieder bündig. Also rechts und links ungefähr der gleiche Abstand. Das muss gar nicht so 100% sein, aber so ungefähr. Und klammert euch das einmal mit so einem Klemmerchen fest. Dann ist das hier hinten, also die Falz hier, ist ein bisschen versetzt. Also hier ist eine kleine Lücke. Das darf oder soll sogar so sein. Jetzt. Ist es wieder der Augenblick, an dem ich Angst habe? Ob ich alles richtig mache? Und ich habe keine Lust, es nachzuschauen. Also probieren wir wieder aus. Ich entferne diese Klebestreifen, also die Schutz. Lass mich los. Abdeckung. Wenn die eine Seite nicht will, nehmt die andere. Nee, ich ziehe das Ganze ab. Das ist nicht gut. Jetzt habe ich den halben Streifen abgezogen. Ist auch nicht schlecht. Noch eine Premiere. So, da ist die andere Hälfte. Du warst doch gerade schon lose. Du sollst nicht wieder festkleben, du Nase.
Und jetzt ich hoffe, ich mache alles richtig. Klappe ich es zu. Ich traue mich. Ich drücke es leicht an und probiere jetzt, ob die Technik funktioniert. Ja, tut sie. Tada! Ne, weil das hier der Mechanismus ist, mit dem ich das rolle. Und jetzt können wir es auch zusammenkleben. Man denkt zwar immer so, du hast doch das hier noch gar nicht geklebt. Aber das kann man tatsächlich auch nachträglich machen. Das mache ich sogar nachträglich. Und das hier. Und ja, ich habe noch kein Papier drauf geklebt. Auch das habe ich nicht verschusselt, sondern das könnt ihr ganz entspannt danach machen. Lediglich das Bestempeln, das müsst ihr, bevor ihr aufklebt, machen, wenn ihr etwas bestempeln möchtet. So, eine Seite. Und die zweite. Und jetzt klappt man das nach innen. Das ist ja auch schon nach innen geklappt. Und legt den Deckel drauf. Und drückt es an. Ich gucke gerade, dass alles schön ordentlich ist. Und jetzt ist das also die fertige Karte. Die muss natürlich jetzt noch ordentlich verziert werden. Und dafür muss ich mal einmal mir kurz Gedanken machen. Also ich weiß ja, was wohin kommt. Aber ich habe noch nicht entschieden, an welcher Stelle ich Grüße aufbringe. Also das hier, ich kann es euch mal gerade zeigen, ist für innen. Dann ist das hier das Cover und das hier ist das Cover hier und dieses hier soll hier gleich eingeklebt werden. Das muss ich aber, ist das genauso breit? Ja, ist es. Das hier wird hier außen aufgeklebt. Das hat nicht nur den Zweck, dass es eine schöne Zierde ist, sondern hat auch noch die doppelte Funktion, dass ich hier, bei Schwarz sieht man es nicht so gut, aber ich zeige das in den anderen Videos auch, ja, die Klebelaschen habe. Und die sind so ein bisschen eine Bremse. Und wenn in dem Augenblick, wenn ich das hier reinklebe, dann, dann mache ich das Ganze leichtgängiger. Das heißt, ich muss jetzt entscheiden, wo und welchen Gruß ich da aufbringen möchte. Möchte ich stempeln? Möchte ich eine Ausstanzung aufkleben? Und wenn ja, in welcher Farbe? Ich habe hier mit einem Schwarz gearbeitet. Das heißt, ich möchte jetzt auch wieder mit einem Schwarz arbeiten. Dafür, ich würde nicht stempeln, ich würde tatsächlich einen Stanzausdruck nehmen, einen ich habe hier so schöne verschiedene Stanzen und würde vielleicht dieses Happy Birthday nehmen. Das ist das hier, nur das hier ist es in Grau und ich möchte es gerne in Schwarz haben. Da habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich nehme jetzt einfach meine Restekiste. Weil die Streifen, die hier übrig geblieben sind, die sind einfach zu klein. Aber ich habe hier so eine Restekiste und da suche ich mir ein Tiefschwarz raus. Schaut mal, das ist doch schon super. Schon fast so schade. Und lege mir das Happy Birthday da drauf. Mache jetzt gar keinen großen Heckmeck festkleben, weil wenn das jetzt ein bisschen verrutscht, krabum, dann ist das überhaupt nicht schlimm.
gerade meine Klappe runtergeworfen. Das, was ich jetzt hier gerade hochgeholt habe, ist eine sogenannte, ja, ich nenne sie Kurbelmaschine, ist eine Stanz- und Prägemaschine. Man legt das, was man auskurbeln möchte, in dem Fall stanze ich, man kann damit, wie gesagt, auch prägen, durch zwei Walzen durch. Meine Maschine heißt Double Do, die gibt es nicht mehr auf dem Markt, aber man bekommt sie immer noch bei Kleinanzeigen. Und ich liebe es an ihr, dass man sie so häufig benutzen kann, wie man will. Da verbiegt sich nichts. Und auch die Bretter sind einfach nur, also ihr seht, wie häufig ich die schon benutzt habe, da passiert gar nichts. So, und jetzt muss ich gerade einmal gucken, ob ich hier gut genug gestanzt habe. Ja, das kenne ich nämlich von dieser Stanze bereits. Da ist die ein bisschen mehr Druck drauf, das macht aber gar nichts. Da lege ich die Schablone nochmal drauf. Jetzt sollte ich sie dann doch mal fixieren. Dafür nehme ich ein Stück Washi-Tape und sorge dafür, dass die Klebekraft nicht mehr ganz so stark ist. Dafür kann ich es mir, kann ich einfach ein bisschen Hautfett aufnehmen oder aber Fussel von Klamotten. Klebe es nochmal fest und nehme jetzt einfach ein Stück Papier. Komm, wir nehmen es sogar sechsfach, weil das ließ sich gerade schon wirklich sehr leicht durchkurbeln. Dann legen wir es etwas mittiger, damit die Stanzmaschine erstmal die beiden Bretter greifen kann. Und gucke mal, wenn es zu stramm ist, nie mit Gewalt. Also ein bisschen fest darf es sein, weil ich muss ja einen gewissen Druck ausüben, damit es auch tatsächlich gestanzt wird. Aber ich kann euch verraten, ich habe mir auch schon eine kaputt gemacht. Da habe ich es dann ein bisschen zu gut gemeint. So, jetzt muss ich mal einmal das Washi-Tape lösen. Das drücke ich auf die Art und Weise natürlich übrigens auch an. Das ist auch ein schöner Trick, wenn ihr Washi-Tape-Karten macht, dass ihr die einmal durch so eine Kurbelmaschine drückt, dann ist das Washi-Tape bombenfest drauf. Deswegen ist es so wichtig, dass ihr die Klebekraft vorher so ein bisschen minimiert, damit ihr da keine Probleme habt. Und dann fällt einem das schon fast entgegen. Man kann jetzt noch die überschüssigen Teile raus puzzeln und hat dann hier den Gruß. Jetzt ist noch die Überlegung, passt das? Ist zu klein. Inwiefern ich mit einem Schatten arbeite? Das ist auch zu schmal. Ich habe so eine Karte schon mal ähnlich gemacht. Und ich verrate euch jetzt was. Das war gestern. Deswegen kann ich es heute auch noch die Technik so gut. Auch wenn ich die Videos mit, keine Ahnung, einem halben Jahr Unterschied oder so online stellen werde. Aber auf die Art und Weise trainiert sich das natürlich. Und man ist, also wenn ihr das letzte Video, wenn ich es denn online stelle, ich bin mir noch nicht mehr ganz sicher, das war nämlich tatsächlich etwas chaotisch gestern. Wir probieren das jetzt mal aus. Das passt ganz gut zu dem Innenleben. So, wir nehmen das wieder dazu, wir nehmen das wieder dazu und kurbeln es einmal durch. Passt das überhaupt? Ich habe das jetzt gerade mal so fröhlich behauptet, aber wenn ich mir die Farbe hier angucke, dann ist das aber kein, kein, wie nennt man es? Kraftpapier, Ton. Jetzt gucken wir uns das erstmal an, ob das überhaupt gefällt. Dadurch, dass man aber das ja erst sieht, wenn ich es aufklappe, könnte es gehen. Wir gucken es uns einfach an. So. Und bitte einmal rauskommen. Ihr habt übrigens hier Löcher drin, um damit das Papier rausstupsen zu können, wenn es mal
in Anführungsstrichen kleben bleibt. Und das könnte ich als Schatten nehmen, dadurch, indem ich das da drauf klebe, ganz leicht versetzt. So, gefällt mir das? Das gefällt mir gut, aber nicht in der Farbe. Und jetzt habe ich ja noch den Block hier liegen und überlege ernsthaft, ob ich etwas nehme. Man sieht nur einen Millimeter. Von daher, wenn ich da mit einem Muster arbeite, das bringt gar nicht so richtig viel. Aber vielleicht ist die Struktur dann doch ganz spannend. Ich gucke jetzt mal gerade, ob hier ein Papier dabei ist, bei dem ich sowieso sage, wir probieren das jetzt einfach mal mit dem. Bei dem ich sowieso gesagt hätte, oh, das ist sowieso nicht so meins. Aber ehrlich gesagt, das ist nicht dabei. Ich finde die alle sehr, sehr schön. Das ist ein sehr schöner Block. Ich nehme die Stanzschablone, wo auch immer sie hingefallen ist, dort. Und mache jetzt Folgendes. Ich schneide mir nur so viel Papier hier ab, wie ich benötige. Ich glaube, ich nehme eine etwas größere Schere. Ich habe das Gefühl, das ist nicht nur ein Bogen. Ha! Tada! Und gleich kommt nur noch die Klebearbeit. Das möchten wir jetzt auf keinen Fall, dass es sich verschiebt. Man kann auch ganz gut aus zwei Gründen hin und her. Erstmal habe ich es dann quasi doppelt den Druck ausgeübt und zweitens habe ich es direkt auf meiner Seite auch wieder zurück. Ich entferne das Washi-Tape vorsichtig. Und jetzt bin ich gespannt, ob das überhaupt irgendwas bringt, ob man da eine Wirkung sieht. Also ihr könnt jetzt mit der Nadel die Innenstücke von den Buchstaben entfernen. Das mache ich ganz gerne, wenn es dann auch drin ist, weil ich es dann auch direkt, ja, ich sag mal, wirklich rauspulen und nicht nur um die Ecke pulen kann. Und ihr seht, man hat so ein bisschen Struktur und jetzt bin ich gespannt, ob das klappt, dass das dann auch gerade gucken, wir können das in alle Richtungen, das den Schatten machen. Aber ich glaube, ich mache ihn wieder nach unten rechts. Werde ich nicht. Und das gefällt mir sehr gut. Wie klebt man jetzt so eine diffizile Schablone auf? Das ist jetzt nicht so ein Vergnügen. Man kann Sprühkleber nehmen. Oder man nimmt so eine Präzisionsklebeflasche und trägt da ganz ehrgeizig Klebe auf. Es muss jetzt nicht überall sein, aber je mehr ihr macht, desto besser hält es halt und klebt es auch. Mit Sprühkleber kann man auch arbeiten. Sprühkleber hat zwei Nachteile, abgesehen von dem, wie es riecht und wahrscheinlich auch nicht so super toll ist für die Umwelt. Klebt halt Sprühkleber ziemlich schnell, ziemlich doll. Und hier, gerade bei so einer diffizilen Schrift, müsst ihr tatsächlich immer so ein bisschen das schieben, damit das bei allen Buchstaben auch ungefähr gleich viel von dem, ich nenne es mal weiter, Schatten zu sehen ist. Hier zum Beispiel bei diesem Y
muss ich jetzt erstmal das irgendwie aufeinander fummeln, dass das passt. Ja, gefällt mir sehr gut. Und jetzt kommt der Rest der Klebearbeit. Also hier, na komm, wir machen erst das hier. Da gab es, glaube ich, keine Richtung. Gerade gucken, ich sehe keine Richtung. Sind das überhaupt Herzen oder sind das Blätter? Das ist eine gute Frage, ne? Ich habe darin irgendwie Herzen gesehen. Klebe das direkt auf. Es muss übrigens, ne, logischerweise nicht zweifarbig sein. Ich hätte jetzt auch ein dunkleres Petrol nehmen können. Ich hätte sogar ein Weiß ausprobieren können, weil ich ja Weiß auch hier habe. Also ich hätte ja dann sogar eine Wiederholung gehabt. Aber ich glaube, Weiß wäre mir zu hart gewesen. Habe ich bisher ohne einen einzigen Schnitt gearbeitet? Ich glaube, ganz am Anfang habe ich mal einen gemacht, ne? Da wollte ich irgendwas einblenden. Glaube ich. Das klebe ich mittig drauf. Und dann klebe ich hier weiter. Da orientiert ihr euch einfach am rechten Rand. Übrigens möglichst nah am Rand kleben, aber nicht so dick, dass es rausquillt. Und hier orientiere ich mich jetzt, dass ich so klebe, dass ich rechts, links und oben den gleichen Abstand habe. Jetzt klappe ich das Ganze auf. Man kann das also in alle Richtungen klappen. Das ist immer ganz praktisch. Und klebe hier. Das ein. Und achte ebenfalls darauf. Oben, unten und links in dem Fall. Gleicher Abstand. Und hier ebenfalls, ihr habt gesehen, ich habe mich dagegen entschieden zu stempeln, weil das hätte ich vorher gemacht. Auch hier orientiere ich mich jetzt oben unten und in dem Fall wieder rechts. Und das kann man jetzt schön beschriften. Und jetzt kommt noch die, ach, wie soll man es nennen, die Unterstützung für den Mechanismus plus gleichzeitig auch noch Verzierung, also Doppelfunktion. Das klebe ich jetzt. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das entweder einmal rausholen und wegklappen, aber ich hätte es auch einfach so drin lassen können, zeige ich euch. Und auch dann das hier einfach wegdrücken und dann da reinbasteln. Und auch dann orientiere ich mich, und jetzt nehme ich es doch mal raus, orientiere ich mich daran, dass ich auch hier wieder rechts, links, oben den gleichen Abstand habe. Arbeite jetzt mal gerade schnell zurück, weil ich auch hier wieder eine Linie haben möchte. Ja, das ist die Karte. Es ist also tatsächlich nicht schwierig, sie herzustellen. Ich mache hier immer noch ganz gerne eine kleine Griffmulde. Zu dem Zweck nutze ich immer gerne meine Unterlage, um die Mitte zu bestimmen. Ich nehme einen breiten Streifen, lege das Papier so an, dass ungefähr rechts, links am nächsten breiten Streifen das quasi übersteht. Markiere mir die Mitte, nehme einen Kreisstanzer. Ihr seht, ich habe noch alles von gestern hier liegen. Ich habe es nicht bereitgelegt, sondern einfach gestern nicht weggeräumt. Und stanze das weg und habe jetzt eine Griffmulde, dass ich hier jetzt sehe, hier soll ich und kann ich greifen.
Was ich da jetzt noch zusätzlich für Verzierungen anbringe, ehrlich gesagt weiß ich noch nicht, ob ich hier noch einen Stempel machen soll oder hier noch eine Schrift. Für dich vielleicht. Haben wir da was Passendes? Ich habe einen für dich, aber das ist ganz anders von der Schrift. Wir gucken mal gerade. Ich hätte so ein Smile. Das passt von der Schrift auch nicht, aber es wäre lustig. Was haben wir hier noch? Wo haben wir denn das für dich? Ein Alles Gute habe ich. Das ist aber auch anders von der Schrift. Ein von Herzen. Das ist halt einfach dann sehr anders von der Schrift. Und da muss man sich jetzt einmal entscheiden. Happy Birthday ist Englisch, für dich ist Deutsch, ob man das möchte. Ich finde das Smile irgendwie lustig. Wie gefällt mir das? Das, was mir gefällt, ist gut. Das kann nur gut sein. Da können wir auch fantastisch, glaube ich, diesen Streifen nehmen. Ich ersticke mal wieder ein bisschen im Chaos. Ich weiß, dass das einige von euch irre macht. Aber das ist ja ein kreatives Chaos. Man könnte denken, es ist ein Tacken zu schmal, aber die Schablone hat ja einen Rand und deswegen bin ich davon überzeugt, dass das passt. Und ich glaube sogar, dass ich diesmal das nicht verstärken muss, dass diese Stanzschablone die quasi die Nut, die Schneidenut noch nicht so ausgeleiert ist. Das werden wir jetzt aber feststellen. Wenn es nämlich jetzt noch nicht rausfällt, dann kann ich ja nacharbeiten. Einmal das Washi-Tape entfernen. Und dort ist mein Smile und ihr seht, ne, es hat genau gepasst. Und wir legen es mal probehalber drauf. Und mir gefällt es gut. Das würde ich jetzt ohne Rand machen, es sei denn, ich würde mich dazu entschließen. Das hätte was Lustiges. Aber es wär, dann würde ich tatsächlich auch das Dunkle nehmen und das Dunkle. Da habe ich keinen Rest, da müsste ich hiervon was abschneiden. Und irgendwie täte mir das leid. Aber es wäre sonst ein krasser Gegensatz, ne? Es ist jetzt genau eine Mattung. Aber ich nehme das eh nicht als Mattung, das ist viel zu schade. Wenn ich es als Mattung nehmen würde, könnte ich es einfach mitten ausstanzen. Komm, wir machen das. Ich mache das wie eben. Ich schneide ein Stück ab. Und kurbel es nochmal durch. Dann haben wir nämlich eine analoge, einen quasi analogen Schatten. Das Klebeband immer noch klebt. Ich bin echt beeindruckt. Hat sogar leicht geknackt. Und ihr seht, ich mache das nicht immer mit dem Hin und Her. Wenn ich dann schon so ein leichtes Knacken gehört habe, dann weiß ich schon, es hat funktioniert mit dem Ausstanzen. Schaut mal, es ist schon direkt quasi kleben geblieben. Dann kann ich es dann nur noch abzupfen. Und dann gucken wir uns an, wie es uns gefällt. Ihr müsst bei allem, was ihr innen drin zum Verzieren macht, so ein bisschen aufpassen, weil das den Mechanismus stören kann. Hier habe ich jetzt, glaube ich, und hoffe ich, genug Platz. Naja, wenn nicht, dann... ich weiß ja, wie die Technik geht. Dann mache ich die Karte nochmal. Habe ich denn jetzt die Klebeflasche hingeworfen? Da.
gerade schon überlegt, ob ich was falsch gemacht habe. So, Smile. Wir wollen es wieder nach unten weg. Unten rechts. Jetzt kann man es noch so ein bisschen schieben, dass es überall gleichmäßig ist und können es aufkleben. Ich finde es cool. Ich beschwere das jetzt mal einfach mit dem Stanzer. Na, der ist nicht so sehr schwer. Ist das Holz vielleicht besser? Und überlege, was ich euch noch sagen möchte. Kann sein, dass ich da jetzt auch was anderes hinten dran schneide oder vorne weggeschnitten habe. Sowas entscheide ich dann immer sehr spontan. Komm, ich zeige euch nochmal die fertige Karte. So sieht sie jetzt aus und so klappt man sie auf. Jetzt denke ich doch darüber nach, ob ich hier hätte einen Stempelgruß hinhaben wollen. Aber ich glaube, wenn, dann letter ich da jetzt. Aber wir haben ja eigentlich schon Happy Birthday, Smile. Komm, wir lettern noch zum Schluss. Dafür nehme ich, das ist eine gute Frage, nehme ich einen wasserfesten Stift, das ist eigentlich gar nicht unbedingt notwendig. Schreibe ich vor. Ich bin so jemand, der immer direkt loslegt, aber es ist empfehlenswert vorzuschreiben. Ich habe direkt nämlich vor Augen, was ich schreiben will, nämlich von Herzen alles Liebe. Könnt ihr jetzt eh nicht sehen. Ich mit dem Vorschreiben, das ist für mich immer ein bisschen schwierig, weil ich ja dann das eh nicht nochmal genauso treffe. Ich überlege gerade, welchen Stift ich nehme. Ich bin noch etwas unsicher. Ich habe in Erinnerung, dass der hier nicht so tief schwarz schreibt. Er hat ein anderes Schwarz wie das Schwarz. Und deswegen teste ich mal gerade hier meine verschiedenen Stifte aus. Das sind alles Feinliner. Nichts gegen Feinliner. Aber ich glaube, ich hätte lieber ein bisschen dicker. Ich glaube, wir machen noch was anderes. Dann haben wir direkt noch eine Verzierung. Ja, das wird, glaube ich, zu viel. Dafür ist die Karte zu schlicht. Pass auf, wir versuchen das mal. Aber die ist sehr dünn, der Stift. Ich gucke mal gerade noch mal, ob ich nicht noch einen dickeren habe. Also ich weiß, dass ich einen dickeren habe. Ich habe doch da diesen wundervollen Permanentstift. Und der schreibt schwarz genug und ist nicht ganz so fein. Es ist manchmal doof und in diesem Fall ist es großartig. Wie schwungvoll möchte ich es oder wie gerade möchte ich es? Ich habe bisher eine Schreibschrift und eine Druckschrift. Ist eigentlich egal, was ich dann mache. Ich mache jetzt einfach. So, jetzt ist die Frage, das A, Schreibschrift A oder... Oder dieses A, da weiß ich immer nicht so genau. Komm, wir machen eine Schreibschrift A. Alles Liebe. Und dann finde ich es übrigens, wenn ihr es dann wirklich nochmal nachschreibt und dann ihr etwas verrutscht, dann ist das
durchaus dann, ne, wenn das dann hier so ein bisschen breiter ist, finde ich, oder hier, dann finde ich das immer gar nicht so verkehrt. Ja, schief und schön. Mir gefällt's. Das lassen wir jetzt noch einen Augenblick trocknen, dann kann ich den Bleistift wegradieren. Wichtig, nehmt einen guten Bleistift. Traue ich mich schon. Eigentlich dürfte da nichts verwischen. War ja eh nur ganz dünn vorgeschrieben. Und da werden wir jetzt noch unterschreiben. Und? Gefällt euch die Karte? Und was meint ihr, kommt zum Schluss? Na, ich würde vorschlagen, dass ihr diese Karte nachbastelt. Wir machen daraus eine Challenge. Ob es was zu gewinnen gibt oder nicht, das weiß ich noch nicht. Das könnt ihr in der Videobeschreibung lesen, aber ich werde auf jeden Fall eure Ergebnisse zeigen. Ich weiß noch nicht, ob es vielleicht möglich sein wird. Ich glaube, ich werde euch einen Upload-Link schicken und dann könnt ihr vielleicht sogar kleine Videos von eurer Popping-Flap-Card schicken. Ich glaube, das wäre ganz lohnenswert für die anderen zu sehen, wie unterschiedlich toll die gestaltet werden können. Was meint ihr? Gute Idee? Alle weiteren Infos dazu auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Da könnt ihr gucken, was ich jetzt zum Schluss aus meiner Idee gemacht habe. Bis dann. Tschüss.